Moin, meine Kampfkumpel-Zwerge und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Ark Accented. Ihr Lieben, ihr seht es schon. Wir haben ein Baby gezähmt. Beziehungsweise wir haben es adoptiert, denn wir haben kleinen Daddy gezähmt. Dann wollte das Kind abhauen, wollte seine Jugend genießen. Ja, da brauchst du mich nicht angucken. Und da haben wir gesagt, gut, komm. Dass du nicht hier alleine rumgeisterst. Wir werden dich einfach mal adoptieren und mitnehmen. Das haben wir jetzt gemacht. Jetzt haben wir die große Arschkarte. Wir müssen uns um das Vieh kümmern. Das kommt noch mit hinzu. Wir machen erstmal einen T-Rex-Sattel. Das ist wirklich T-Rex-mäßig 1A. Und dann machen wir noch einen Triceratops-Sattel. Leder und Holz. Leder und Holz. Triceratops. Und dann bekommt Bubba ein bisschen Sattel. So, das rein. Leder. Und wir nehmen hier das gute Ding mit. 3 Minuten und dann müssen wir uns um Dingsy-Ningsy kümmern. So, mach dich mal. Dann hier. Und hier. So. Dann kommst du erstmal rein und du auch. So, bitte lass es laufen sein. So, mein lieber Boba. Das bekommst du und du bekommst erst einmal Leben. Da freut er sich. So eine kleine Armee haben wir ja schon. Die Kleine frisst immer noch. Das finde ich sehr schön. So, 2 Stück. Und die Teile packen wir hier auch noch mal rein. So, ich muss noch mal kurz abwarten, bevor ich... Ich hasse die Maussteuerung wirklich. Was machen wir? Wir speichern. Aber dann haben wir 2 High... Naja, halbwegs High, Mittel-High-leverige Teile. Das Vieh frisst nicht aus der Schale. Aber das ist, glaube ich, komplett normal. Deswegen haben wir hier doch haufenweise Sachen. Und solange es frisst, ist es gut. Ausdauer 300. Was hat Dad? Dad freut sich. So, bitte, bitte wandern. Bitte lass es wandern sein. Lass es wandern sein. Oh, was habe ich denn jetzt eingesammelt? Ich glaube, ich habe gerade... Ah, nee, ich habe Steine eingesammelt. Lass es bitte wandern sein. Und das ist das halt das Blöde jetzt an den Babys. Du musst dich die ganze Zeit drum kümmern. Und es kann dann sein, dass die auch was zu essen haben möchten. Was wir nicht haben. Kann nämlich sein, dass die irgendwas mit Kibbe haben wollen. Ich habe keine Ahnung, wie man das produziert, ne? Bitte lass es wandern sein. Oder streicheln. Reife schnell, du bist ein Mädchen. Bitte nicht essen. Oh, sie möchte mit mir kuscheln. Ja, komm her. Es freut sich. Reifeprozess. Sie ist bei der Hälfte. Ach, Baby. Eigentlich hätte sie ja Baby nennen können. So, 15 Minuten haben wir jetzt zum Schnacken und Quatschen. So, Rainer, mein Lieber. Guck mal hier ein bisschen. Thank you.
Drecksreiter. Ja, da passt die dicke Kiste nicht hinter. Die Kiste passt hier nicht rein. Gut, ich glaube, wir müssen noch ein Außengehege machen. Piep, piep. Und Klein Rainer war ja jetzt auch kein High-Level. Das tut weh. Ah. 41. So, wir müssen ein bisschen auf Bibi aufpassen. So, ist eigentlich gut, dass Bubba hier so steht. Um die Kleine so ein bisschen vor festfreien Feinden. Was quatsch ich hier? So ein bisschen beschützt. So, die Teile kann ich rausschmeißen. Ja, den Rest nehme ich mal mit. Oh, ja, ja, ja. Da müssen wir mal gucken, dass wir eine bessere Base bauen. Das Außengehege zumindest. Das bedeutet, wir müssten das Behemoth... Das heißt, verdammt nochmal heftig. Ah ne, hier haben wir es ja. Ich hab's aus Stein jetzt gerade. Aber Holz sollte erstmal reichen. 1000 Holz. Du sagst es. 1000 Holz. Wisst ihr, wie viel das ist? Ich brauche einen Biber. Wir haben gerade mal 300. Ich könnte mal höchstens 300 nehmen. Warum sagen wir, können ein Tor machen? Wobei, ich kann das hier drin kraften. Ich kann nicht mehr reden. Guckst du, Babsi? Eigentlich passt du dir nicht mehr, Babsi, ne? Weil B ist jetzt irgendwie die Triceratops. So, die Kleine frisst vor sich hin. Will in 10 Minuten bespaßt werden. Essen hat sie genügend. Mal gucken, ob wir sie durchbekommen. Ich gehe mal per Hand hacken. Ich gehe mal mit dem T-Rex hacken. Holz hacken. Was machen wir? Wir speichern natürlich. So 10 Minuten. 19 müssen wir eigentlich so hier wieder sein. So, Rainer, komm mal mit. Warum? Ich bin da nur gegen... Oh, hier will ich nicht stehen. Ich bin da nur... Warum? Was hast du gefressen? Auf jeden Fall ein Dodo. Aber sag das bloß nicht Beutelchen weiter.
Ab in den Sonnenschein. So, ich brauche Holz. Essen! Ich brauche Bäume. Achso, ja. Oh, ich bin voll reiner. Komm. Hier, guck mal. Nehm mal für mich. Nein, ich wollte eigentlich... Hab ich auf jeden Fall schon mal in die Hose geschissen. Oh nein. Reiner... Was stehst du da eigentlich, hä? Kannst du mir mal ruhig eine Runde entgegenkommen und helfen? War schon okay, auch zu schnurren. Oh, Holz. Oh. Oh. So, 19 müssen wir wieder zurück. Ist das eine große Kauleiste? So, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-mal Holz, die ich nicht nach Hause bekomme. Ich glaube, wir hatten noch 3-mal zu Hause. Das heißt, ein Tor bekommen wir hin. Oh fuck, ich wollte eigentlich rauf. Mächtig, Lichtgeschwindigkeit. Ja, und sonst so, Leute. Bringt zwar nicht besonders viel. Gut, dann würde ich mal sagen, ganz gemächlich, noch haben wir ein paar Minuten. Oh mein Gott. Ich war noch nie so schnell unterwegs. Bobby, Boba, Bibi, Babsi. Eigentlich passt Babsi zu den Kleinen. Alter, da wollte ich eigentlich gerade nicht hin. Wir schaffen es noch, keine Sorge. Ist nicht so, dass ich fast gerade einschlafe. So, Rainer verstecken wir hier mal. Hätte ich nicht ernsthafte Namen wählen können. Hätte ich nicht wie damals, als ich mit der Kalli das gespielt habe, Cocktailnamen nehmen können. Warum nehme ich jetzt eigentlich so einen Namen?
Ne, Rainer? So, dann gib mal das. 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 Bin ich schwer? Ich bin schwer, ne? Gib mal die 80. Oh. Ich hatte gerade ein Heimatsymbol. Ja, okay, weil da eine Tür ist. Heranwachsend. Bitte lass es das nichts mehr laufen sein. Laufen und noch mal kuscheln. Vielleicht haben wir Glück und wir bekommen Bibi durch. Bibi, 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 Bibi. So, 1, 2, 3, 4, 6, 6.000. Ja, 600 ist trotzdem. Was will denn meine kleine Prinzessin gleich von mir? Du bist noch gar nicht so weit. Wir haben es noch nicht 19. 3 Minuten haben wir noch. Deswegen hole ich noch mal 1 Minute. Ja, bis dahin bin ich wieder zurück. Gott, ich liebe ja diese Maussteuerung. Hui. So. Kann ich die Teile eigentlich wegmachen? Lasse ich die dran, dann findet man die überall immer wieder. So, was machen wir, bevor jetzt irgendwas passiert? Genau, wir speichern nochmal und warten mal die 30 Sekunden ab. Bitte lass es laufen sein. Bitte kein Essen. Bitte, du isst sehr gut. Hast du überhaupt noch was zu essen? Ja, du bist verpflegt. Wenn man vom Teufel spricht. Da haut mir wieder die Maus ab. So. Lass es streichend sein. Wollen wir uns das eigentlich angucken? Wir hatten es. Oh, Gottes Willen. Das ist die hier, ne? Oh, Gott sei Dank. Es wird noch lange dauern, bis wir das Vieh fertig haben. Oh, ich weine im Strahl. Also umziehen müssen wir so oder so irgendwann. Das Problem ist nämlich, nein, das wollte ich eigentlich gerade gar nicht. So viel gequatscht. Das Problem ist nämlich, wenn wir irgendwann mal einen Langheitszähmen, den haben wir hier nicht reinbekommen, durch das Tor unten. Wie, kein Platz mehr? Really?
Ich habe mal einen Kylosaurus. Ist der auch noch? Ist nicht dein Ernst, oder? Das kann ich eigentlich wegballern. Vielleicht noch eine Schleuder. Weil die Schleuder kann ich jederzeit selber machen. So. Oh Gott, die passen hier auch hier bombermäßig rein. Ich brauche eine Kiste. Ich brauche eine weitere Kiste. Habe ich einen Schrank? Ja, da ist er doch. Holz, Fetch und Faser. Holz, Fetch, Faser. So, so, hier. Das erstmal. Dann gib mir mal die Pfeil und Bogen und Co. Und hier kommen die Beeren noch rein. So. Bobby. Guck mal, sie ist größer geworden. Ui. Große kleine Maus. Bald habe ich keinen Platz mehr. Oh, Leute. 10 Minuten. 33. Dann dürften wir sie eigentlich dann nochmal... Ich hoffe, es wird kein Kippe oder sowas. Vielleicht haben das die Entwickler auch anders gemacht, dass es keine Kippe mehr ist. Sondern wirklich dieses natürliche, was man... Ich habe nur 100 noch. Dass man sie auf die natürliche Art und Weise ernähren kann. Mir wird kalt. Hört auf zu meckern, Ladies. Alter, das ist ja haufenweise viel. So, wir nehmen mal das weg. Das. Was bist du? Konsum? Seife? Keine Ahnung, was das sein soll. Das nehmen wir mal weg. Lassen wir. Der Rest scheint auch erstmal wichtig hier drin zu sein. Oh, wir können uns eine Armbrust zaubern. Ich packe erstmal alles, was halbwegs wichtig aussieht, hier rein. Außer das Essen natürlich. Armbrust. Die kann vor sich hin blubbern. So. Ah, eine Base müssen wir machen. Wie gesagt, ich bin mit diesem Ort nicht so zufrieden. Weil wir werden die größten Dinos hier... Was machen wir, wenn wir Angst haben? Speichern, genau. Weil wir werden die Dinos...
nicht hier reinbekommen. Wird das Wasser ein bisschen aufgewirbelt durch den Regen? Sieht so ein bisschen danach aus, ne? Nein, ganz schnell weg mit dem Charakter. Das wird noch eine Katastrophe, die... Rainer. Reine Katastrophe, die irgendwie wegzubringen. Also ich stehe unter Regen. Ja, ich stehe unter Regen. Gut, wir könnten noch mal mit kleinen Rainer eine Runde ziehen. Mir fehlt ein bisschen Holz. Gut getarnt, Rainer. So, bis 33 haben wir... Schmidt. Die Mann, diese Steuerung. Die Viecher haben es wirklich auf mein Essen immer abgesehen. Diese Kallis. Oh Mami, ich hab einen Daddy gefangen. Ey, dieses Gewicht nervt total, ne? Gut. Dann werden wir ganz gemächlich Richtung Bibi gehen. Bibi. Ganz gemächlich aber nur. Mhm. Hier nicht irgendwo ein Schlupfloch, wo ich reinflitzen kann? Ich sehe Bibi nicht. Wenn mich jetzt irgendwas angreift, habe ich voll die Arschkarte. Und die Viecher habe ich die ganze Zeit gesucht und nirgendwo gefunden. Ich glaube, ich habe ein bisschen Öl bekommen gerade. Mein Essen. Lichtgeschwindigkeit. Oh Gott, ich muss zu Bibi. Ich bin wenigstens bin ich jetzt ein bisschen schneller unterwegs.
Hi Rainer. Und nein, ich bin nicht immer so langsam. Schau, Rainer. Aus der Rhein. Ach ja, ich glaube, wir brauchen noch einen kleinen Flugdino. So klein Bibi schreit noch nicht nach Aufmerksamkeit, das ist sehr schön. Alter, ich bin da. Paar Perlen haben wir. Ernsthaft? Noch mehr Holz? Oh. Das können wir eigentlich hier lassen. Ob ich die Dinger irgendwann mal groß bekomme? Oh, warte mal. Das ist ein bisschen mächtiger. So, was machen wir, bevor wir wieder abstürzen? Wir speichern, meine Lieben. Sie wird schon groß. 40 Sekunden, das gucken wir uns noch an. Sie frisst schon aus dem Dings draußen. Sehr schön. Einfach mal Daddy und Tochter adoptiert. Bitte. Ja, sie will kuscheln. Oh. Kuscheln, gut. Gut. Jungs und Mädels, dann würde ich mal sagen, werde ich hier ein Folgenpäuschen machen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.